Ja, hallöchen zusammen zum nächsten Part Pokémon Platin. Wir sind hier in Weideburg und heute habe ich was ganz Besonderes vor. Naja, mehr oder weniger, ne? Sofern eine Arena von 8 Arenen was Besonderes ist, ne? Ja, die habe ich auf jeden Fall heute vor und da will ich mich drum kümmern und bla. Und die kenne ich noch gar nicht und deswegen habe ich keine Ahnung, was hier so abgehen wird. Da sind wir mal gespannt, ne? Würde ich so sagen, auf jeden Fall. Ich will einmal gucken hier, doch, da ist alles so von der Reihenfolge zwar in Ordnung. Werde ich nochmal irgendwie was wahrscheinlich dran ändern müssen, aber... na, was heißt müssen? Ich will es eigentlich nicht. Gott. Ist ja gar kein Wasser mehr. Oh nein. Shame on me. Ist das so viel Wasser? Ich mache erstmal diesen kleinen Furzknoten hier halt weg. Ich habe nicht nur meinen Körper hier oben gestählt. Auch mein Pokémon und mein Geist wurden stärker. Och, natürlich. Dachte ich mir doch. So, okay, dann machen wir dich mal fertig, du. Hier, Plancha Pascal und so. Bidifast setzt er ein. Bidifast, das ist doch eigentlich so eher normal, kann das sein. Aber offensichtlich eigentlich auch wohl irgendwo so ein bisschen Typ Wasser. Na, ich setze mal Papinella ein. Wer wahrscheinlich hier den größten Job erledigen wird. Ich setze Walzer ein. Oh nein. Walzer hasse ich. Ich hasse Walzer. Ich hasse Walzer. Hör auf. Alter, WTF. Ja, danke. Super. Ja, kann ich gleich wieder rausgehen. Danke. Fick dich. Junge, ernsthaft. Fick dich. Was sollte der Scheiß jetzt? Vielen Dank, ey, ehrlich, jetzt guck auch noch so blöd, ey. Ernsthaft, was soll der Scheiß? Oh, Biss. Stirb, du hässliches Ding, ja? Ja, fick dich. Alter, ey. Das geht gar nicht, jetzt kann ich schon gleich wieder heilen gehen. Das ist echt, danke. Oh, Schreck zurück, ja, hau rein. Los, Biss. Boah, Arschloch, ey, ehrlich. Aber hier, ne, unterstes Niveau und so. So, Alpollo erreicht Level 26, das ist schön. So, wow, du bist vielleicht sogar noch stärker als unser Arenaleiter. Ja, ja, fick dich. Hals, Maul. So, ja doch, das ist alles ganz schön und toll. Herrlich, herrlich, vielen Dank, vielen Dank. Super. Gleich wieder raus, heilen gehen. Danke. Wirklich. Großes Danke. Boah. Ey, der hatte nicht eine einzige Wasserattacke. Wetten? Das ist doch... nein. Wieso hatte der überhaupt Walzer? Ja, okay, das ist Typ normal. Da haben die manchmal Walzer. Aber... hallo. Das muss nicht sein. Das war ein bisschen scheiße von dem. So. Arschloch. Punkt. Ende. So, also wieder rein. Nein, das wollte ich nicht. Okay, ich würde sagen, ich drücke auf diesen Knopf hier. Kann dann hier runtergehen? Ja. Schön, ne? Gott, die ist so kompliziert. Das gefällt mir irgendwie. Ja, ich finde das schon toll. Würde ich schon so sagen. So, ich verfüge über gewaltige Kräfte des Wassers. Bilde dir nicht ein, dass du gewinnen kannst. Hatte ich gerade vor. So, Angler Yuri, jetzt Welser. Okay, Welser. Das ist so ein Pokémon und so. Ich wechsle, denke ich, mal wieder direkt auf Papinella. Ist, glaube ich, das Intelligenteste. Okay, das dachte ich... nee, das habe ich gerade gar nicht gedacht. Stimmt. Ich habe es einfach trotzdem gemacht. Stimmt, da war ja was. Irgendwie, ja, sowas halt, ne? Alter, ey, WTF. So, Megasauger, los. Hauste rein und so. Alter. Alter. Aquavelle, okay, okay, okay. Macht das ruhig. Aber keine Volltreffer, ja? Boah, Alter, die haben schon was drauf und so, ne? Oh, glaub mittlerweile doch, dass ich ein wenig underlevelt bin. Und zwar mit allen Pokémon. Aquavelle. PTF, ey. So, Megasauger, komm.
keine Lust, mal wieder irgendwie heil zu gehen. Also von daher, nö. Lassen wir es dabei. So, Welser wurde Energie abgesaugt. Das ist schön. Ah. Und das Kind siegt trotzdem. Ich bin ganz und gar verblüfft. Ich glaube, ich sollte gleich aber auf jeden Fall einmal heilen oder sowas. Also, ne, keine Ahnung. Ihr wisst Bescheid. Hoffe ich, denke ich, whatever. Weil das Papinella ist doch ein wenig schwach. Machen wir das mal eben kurz. So, einsetzen auf Papinella. Okay, danke. Guten Morgen. Guten Tag, ich bin um die ganze Welt gereist und habe überall Pokémon trainiert. Und in dieser Arena habe ich mich letztendlich niedergelassen. Du kannst darauf wetten, dass dies eine schwere Arena ist. Ja, das, das ist schon hart und so, ne? Also das wird jetzt nicht hier so ganz einfach und so. So, Wingull. Wingull, das ist so eine schöne Sache. Ich setze jetzt mal nicht Papinella ein. Ich setze Silver ein. Solange du jetzt nämlich bei den Attacken bleibst, ist das ganz schön. Das ist ein ganz interessanter Gegner jetzt für mein Team jetzt, dieses Wingull, weil, ne, einerseits, klar. Ah, okay, reicht aber, weil Typ Wasser gegen Elektro, ja, super. Aber andererseits auch, Papinella ist eigentlich Typ Flug und Typ Käfer, ne, also von daher, ey, kann das auch nicht so gut sein. Bleiben wir mit Silver drin, würde ich sagen. Ja, ja, so sieht's aus. Bei Wingull oder sowas, ich brauche noch unbedingt mal irgendwie so ein Flug-Pokémon, das irgendwie fliegen lernen kann. Und Pelipper gehört, glaube ich, dazu. Von daher wäre das, glaube ich, sogar nochmal irgendwie sogar eine ganz nette Idee, mir irgendwie so eins noch so mitzunehmen. Keine Ahnung, wann und wo ich es mir hole und wofür, aber, ne? Kommt, denke ich mal, klar, ne? Du bist so stark wie, keine Ahnung, die stärksten Trainer oder whatever. So, jetzt füllen wir das Ding nochmal ein kleines bisschen auf. Frag mich jetzt, was gerade mit den kleinen Trainern und alles ist, die hier quasi drunter noch sind. Ich glaube, das sind noch ein paar, oder? Na egal, machen wir dich mal hier. Hallo. Ich möchte so stark werden wie Wellenbrecher Marinus. Und so, ne? Ja. Gute Idee, versuch das mal. Azurill setzt ein. Ja, das ist schon mal ein Anfang und so, ne? Ganz schön, toll, ne? Ich setz mal dann direkt Papinella ein. Ja, ne? Ich bin die ganze Zeit immer am Überlegen, ob das vielleicht eine Idee wäre, wenn das jetzt so ein schwächeres Pokémon ist, ob ich das nicht dann mit Alpollo machen soll. Aber andererseits, ey, komm. Nee. Gelevelt wird sowieso, also, mein Gott. Will mich jetzt hier auch nicht ewig damit irgendwie aufhalten oder sowas. So, ist schon schlimm genug, dass Papinella dafür so viele AP verbrauchen muss für dieses Azurill. Nein. Nö, nö, nö. So. Slam, ja, schön. Nochmal Megasauger. Nee, 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 das ist voll uncool eigentlich, ne? Also, das geht ja gar nicht. So, Azurill besiegt. Aber drei Pokémon hatte ich in der Hand, glaube ich. Von daher kann das gar nicht so gut sein. So, Meryl. Nein. So, und nochmal weiter mit Megasauger. Das dauert jetzt aber, glaube ich, ein bisschen länger. Das Problem ist auch, glaube ich, Meryl kann Walzer lernen. Wenn er intelligent ist, dann setzt er das auch ein. Er ist intelligent. Okay, das ist jetzt noch gerade nicht so effektiv, aber da sollte ich aufpassen auf jeden Fall, ne? Sollte ja klar sein. Oh, two hit, das ist gut. Ich hätte auch noch einen zweiten, vielleicht sogar einen dritten wahrscheinlich auch ausgehalten, ohne zu heilen, aber naja, trotzdem, ne? So ein Azumarill. Azumarill war, glaube ich, auch die erste Entwicklung, oder? Nee, das war Azumarill, genau. Das ist so ein Wasserhase halt, ne? Tolle Idee. Ja. Oh Gott, das ist, soll sehr effektiv sein. Das sehe ich. Holy shit, ich werde so umkommen. Alter, holy shit. WTF, Mann.
Volltreffer, cool. Alter. Puh. So, einmal noch. Los, komm. Ah, das. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, oder? Ich kann es mir nicht vorstellen. Also, es muss jetzt diese Runde platt. Ja, und es hat nicht gereicht. Also, entweder er haut jetzt daneben und er haut nicht daneben. Oder wir sind tot. Yay, Volltreffer. Ja, das ist der Volltreffer, der ist mir relativ vain. So, was setze ich ein? Was setze ich ein? Es ist nur noch ein bisschen, also versuche ich es mal mit Apollo. Ob das jetzt wirklich die beste Idee ist oder so, also es ist nicht die beste Idee, auf keinen Fall. Eigentlich wäre es am besten gewesen, ich haus mit Silver jetzt eben kurz um. Aber es hat gereicht. Das ist gut. Gibt ein Level up, also das ist, ja, doch eine ganz gute Idee gewesen. Du bist einfach zu stark. Ja, so sieht's aus. Tja, shit happens, wa? So, hatte ich mit dir schon gekämpft? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also mache ich das jetzt eben kurz. Ja. Ich habe weltweit die meisten Pokémon geangelt. Jetzt bin ich dran. Womit? Was? Wie jetzt? So. Angler Alf. Goldini setzt da ein. Ja, versuchen wir es mal einfach mit unserem Team einfach umzuhauen. Allgemein so alle da drauf hetzen und bla. Ich hoffe mal, dass das auch läuft. Kannst du natürlich nicht garantieren. Aber hey, das levelt ein bisschen nochmal Apollo und so die ganzen anderen etwas schwächeren Teammitglieder. Das ist schon mal gut. So, Schnabel, komm. Nein, Schnabel. Nachtnebel, komm. Aber kein Müllleon. Oh, Schnabel, das könnte sowieso gefährlich für Papinella werden, von daher sieht das ganz gut. Ah, Garados. Nein, Garados. Holy shit. Oh, ich glaube, dagegen wäre auch Papinella nichts gewesen, gegen den hier. Also von daher machen wir erstmal so weiter. Oh nein, Biss. Scheiße, weg. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh my God. So, ja klar, Evoli hat da sowieso nicht viel gegen zu sagen, aber mein Gott. Wie gesagt, ich muss da sowieso irgendwie drumherum kommen. Ob ich das nun mit Evoli mitmache oder wie auch immer, ist dann eigentlich erstmal relativ. So, ich muss ihn erstmal besiegen überhaupt, also von daher, ne, ich muss da dran so vorbeikommen und so, ne, also... Scheiß jetzt drauf, ich setze Epona ein. Warum auch immer, ich setze Epona ein. Wird wahrscheinlich, wenn er jetzt irgendeine Wasserattacke reinhaut, bin ich wahrscheinlich zwar sowieso weg, aber hey, scheiß was drauf. Ich mach das jetzt, schreck zurück, das ist gut. Nochmal. Oh, wird er wahrscheinlich, ist verwirrt, okay, verletzt sich selbst vielleicht sogar. Setz Fuchtler nochmal ein, okay, holy shit. Das haben wir überlebt. Volltreffer, yes, man. Sehr schön. Heilen uns natürlich ein wenig. Wow, das war jetzt voll viel und so. Ah, Level 28. Nice. Für Epona. So, Bodycheck. Attacke vergessen. Ja, verlernen wir mal Stampfer. Schwupp. Und Stampf vergessen und er lernt Bodycheck. Okay. Nett, nett. So, Golking. Nö, ich wechsle nicht. Ich setze jetzt nochmal Bodycheck ein oder was und dann besiegt er mich wahrscheinlich sowieso direkt. Oh, Golking. Golking ist auch irgendwie cool. Ah. Wurde vom Rückstoß getroffen, das war klar. So, jetzt Aquavelle und jetzt ist es weg. Okay. Dann machen wir mal weiter einfach mit Silber oder was auch immer. Und hoffen wir, dass wir das dann einfach kurz erledigt kriegen oder so. Was in der Art? Ohne Papinella habe ich da... Na, ja, ist so eine Sache. Wollte halt nicht direkt heilen gehen jetzt, deswegen. Okay, Biss setzen wir ein und hoffen, dass es reicht. Ja, ja. Schreck zurück. Nett.
erstmal bis. Okay. Wurde besiegt. Okay, sehr schön. So, weltweit Nummer 1 zu bedeuten. Zu sein bedeutet anscheinend nichts oder was auch immer. So, ich würde jetzt ganz gerne noch einmal kurz heilen gehen. Okay, das tue ich am besten wie? Also offensichtlich nicht. Ah, okay, hier komme ich lang. Ist schon mal ein Anfang. Ich finde das mit die Luftmatratze, finde ich so cool, ey. Lass mich mal lang hier. Oh nein! 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 Das wollte ich doch nicht. Ach, wie die tosende See spüle ich alles in meinem Weg Stehende fort. So bin ich eben drauf. Ich will nicht. Drei Pokémon auch noch. Nein. Ach, scheiße. Ja, komm. Ja, danke, super Schall. Danke, vielen Dank. Vielen Dank, ehrlich. Also, wenn ich jetzt dabei drauf gehe, würde mich das so ungefähr gar nicht wundern. Also, mein Gott. Ich mache erstmal weiter. Hoffe, dass ich irgendwie überlebe. Irgendwie, keine Ahnung, wie ich das umsetzen soll, aber hey, macht ja nichts. Ja. Kommt, der Schneider. Aquarelle. Setz der Schneider ein. Na, doch kein Volltreffer, aber naja, egal. Setz nochmal super Schall ein, danke. Ah, Verwirrtheit ist schon ziemlich doof. Komm, los. Hilfe. So, ist verwirrt. Los, komm schon. Nein, es greift sie wieder selbst ein. Dieses dumme Ding halt. Komm, ist nicht mehr verwirrt. Geht doch. So, Zerschneider. Geht doch. Schön. In der Hoffnung, dass ich hier noch irgendwie auf irgendeine komische Art und Weise, ne, durchkomme. Nein. Und wenn es dabei drauf geht, mein Gott. So, komm, Zerschneider. Geht daneben. Und Schlammbombe. Okay. Ich lebe noch. Hey. Nochmal Zerschneider. Ah, das bringt nicht viel. Ich glaube, das war's jetzt, oder? Ja. Okay, dann habe ich ja nur noch Silver. Und Silver haut jetzt mal ein bisschen rein, hoffe ich mal. So, Biss, komm, los. Hau rein. Ja. Oh Gott, das ist sehr effektiv. Das ist nicht gut. Und Genauigkeit sinkt auch noch. Oh nein, komm. Es geht daneben. Schon direkt daneben. Gleich das erste Mal. Nein. Oh, und jetzt setzt es auch noch Regentanz ein. Komm schon, los. Biss. Sehr gut. Sehr schön. So, Schalelos wurde besiegt. Es regnet weiter. Das ist toll. Nee, eigentlich gar nicht. Das ist überhaupt nicht toll. So, Enteron. Typ Psycho gegen Typ Unlicht. Das ist, glaube ich, ganz gut. So. Oder war das nicht irgendwie sowas? Ach, keine Ahnung, ey. Ja, Kratzvogel. Komm, Alter. Reicht. Reicht. Du Penner. Ja, schön, dass es weiter regnet. Das kümmert mich nicht. Okay. Konfusion. Scheiße. Ey, das wird scheiße. Verdammt nochmal knapp, ey. Komm, los, nochmal Biss. Oh, nochmal Kratzvogel. Nein. Lass es. Reicht. Reicht. Los. Oh, der haut noch mehr rein. Nein. Oh, es geht daneben, ja, vielen Dank. Und Aquarelle, scheiße.
nein, komm, ey, jetzt muss ich diesen Scheiß nochmal machen. Boah, du Arsch, ey, dann geht das auch noch daneben, ey. Kacke. Nein, was soll der Müll, ey? Boah, nein. Mann. So, ich würde jetzt sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Pokémon Platin. Bis dahin, tschüss.